So, hallöchen, liebe Freunde, willkommen zurück zu Fossilfreies Frontier. Das letzte Mal haben wir unseren kranken Häppchen wieder gesund gepflegt und konnten dann danach zu Captain Stryker ins Büro gehen und haben dort dann erfahren, was Dr. Blackraven Böses vorhat. Und zwar möchte er ein Zeitportal in die Vergangenheit machen und das ist ganz, ganz böse, böse, böse. Und jetzt haben wir die Aufgabe bekommen, nach Amerika zu gehen, denn dort sind scheinbar nicht genügend Streitkräfte vorhanden oder irgendwas in der Richtung. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt auch dort dann das letzte Gebiet kriegen werden. Also ich bin gespannt. Ihr hoffentlich auch. So, Amerika. Wo soll ich mich da melden? Wahrscheinlich da oben beim Ding hier, ne? Howdy, gut, dass du hier bist. Keine Ahnung, ob du es schon weißt, aber Amerika ist voller Raumzeitbrüche, voll abgefahren. Wir haben es nicht annähernd genug Leute. Wir haben nicht annähernd genug Leute, um sie alle zu überprüfen. Ich hatte gehofft, dass du und Leon uns helfen könntet. Es ist kein Geheimnis, dass ich lieber alleine arbeite. Bei dieser Mission ist es aber vielleicht nicht schlecht, einen Partner zu haben. Cool, du hilfst mir, oder? Du hilfst mir, oder? Du bist der Beste. Danke. Okay, ich will, dass ihr einen Bruch an den funkelnden Fällen untersucht. Oh, und die BR-Brigade könnte sich dort herumtreiben. Macht nichts Unüberlegtes. Wenn ihr sie seht, haltet euch zurück und lasst es die anderen wissen, okay? Wissen, cool, okay. Tun, bla. Wir treffen uns dort. Lass mich nicht warten, Frischling. Hallo. Warum bist du jetzt immer noch so ein Arsch? Ich hab dir geholfen, Mann. Einsicht und so. Gut, okay. Ich denke mal, dass es jetzt nichts Neues in der Garage gibt, oder? Auch schon wieder neue Teile? Was zum Teufel? Warum gibt es schon wieder neue... Ich verstehe das nicht. Neuer Motor, okay. Ah, okay, der ist zumindest mal ein bisschen leichter. Aber der kostet 10.000, boah. Ist halt schon nicht gerade. Und hier wahrscheinlich auch Schleppermotor, ja. Hm. 12.000, alter Schwede. Dann ist er bloß 3 Kilo leichter. Nee, Quatsch. Ganz ehrlich. Machen wir jetzt nicht. Zeig ich mir kurz. Also. Das ist 3 Gewicht weniger. Also, nee. Und Tempo, gut, ich bin ein bisschen schneller damit, aber gibt aber scheinbar noch mehr. Buddelzeug, nochmal neue Heil... Wow. Warum gibt es denn jetzt so viele neue Leidenheilung? Ah, okay. Gut, Leidenheilung ist schon ziemlich cool. Und Tempo. So, dann werden wir mal eben kurz dich hier noch überprüfen. Wahrscheinlich auch wieder neue Nahladungen geben, oder? Obwohl, nee, doch. Ja, gut, aber... Egal, so. Dann nehmen wir wieder dich. Ja, nein, ich wollte... Okay, so. Let's go. Und da unten hin. Sogar nachts. Hübsch. Penny, Ich möchte eigentlich zuerst ein bisschen Hanzo noch trainieren. Außen ist eine geile Sau. Ha! Jetzt habe ich es gesagt. Schöne Musik. Das hat ja ewig gedauert. Hast du dir noch einen Donut geholt? Egal, los, such mir das Raumzeitbruchding. Der Chief meint, dass es im tiefsten Teil des Gebiets ist. Los geht's. Im tiefsten Teil des Gebiets. Okay. Es ist auf jeden Fall schon mal ein schöner Kontrast hier. Hey, Moment. Da ist doch ein Knochen, oder nicht? Scheinbar woanders. Okay, ich komme da nicht ran gerade.
gut zu wissen. Was ich sagen wollte, ist ein schöner Kontrast hier mal drin, weil in Amerika waren jetzt bisher zwei so Wüstengebiete, weißt du? Und jetzt ist hier sowas Schönes. Ah, okay, hier drin in der Höhle ist es. Jawohl. Sehr schön. Gucken wir mal, was da drin ist. Ah, das sieht mir sehr nach einem Spino-Kopf aus. Oh Gott, das wollte ich nicht. Ups. Ich habe das falsche Gerät gehabt. Verdammt, ich habe da volle Pulle draufgehauen. Das wollte ich nicht. Ich hab das. Ach, Mann. Scheiße. Na egal. Es wird ja wahrscheinlich ein Spino sein, oder? Nochmal was anderes, okay. Angato. Oh, könnte das vielleicht dieser lilafarbene sein, der auch in meinem Layout drin ist? Jetzt bin ich gespannt. Ja, cool. Der ist wirklich cool. Vor allem weiß ich von dem, dass er so ein paar Giftattacken hat. Das heißt, es würde sich lohnen, den wirklich zu leveln. Wäre eine Überlegung wert. Okay. Schauen wir mal weiter hier in die Richtung. Oh, große Blumen. Hallo Blümchen. Macht die was? Nee, scheinbar nicht. Fahren wir mal hier weiter runter. Also ich habe jetzt hier unten irgendwo am Boden, habe ich ja logischerweise dieses eine Fossil natürlich. Da ist es doch. Ja. Und rein da. Buddeln. Ah, okay, und das wird 100% dem sein Ding sein, dem sein Rücken. Dem sein Rumpfossil, meine ich. Boah, der Dreifachbohrer ist ziemlich mächtig, merke ich gerade. Ech, Mann. So, okay, dann haben wir das schon mal fertig da hinten. Ach ja. So, dann haben wir da erstmal den groben Stein weg, würde ich sagen. Nö. Okay, ja, das war eigentlich gar nicht mal so verkehrt, würde ich jetzt mal behaupten. Geh weg. Nö. Bei Rumpfossilien möchte ich echt gute Werte mitnehmen, weil die einfach ätzend auszubuddeln sind. Und wie gesagt, der Ehrgeiz. Ach ja. Was wären wir alle bloß ohne Ehrgeiz?
Manno. Na egal, 99 ist doch super. Tada. Ich hätte vielleicht vorher noch einkaufen sollen. Ich habe nämlich nicht mehr so viele andere Werkzeuge. Also sprich hier Meißel und die Zeit. Naja. Giftatem, genau. Das ist so eine Giftattacke. An sich würde sich der schon lohnen. So. Okay. Dann können wir hier noch vielleicht so ein bisschen lang... Oh, hier unten ist nochmal was. Hallo? Aber da ist ein Dino. Da unten drin. Okay. Und dann geht's 100 Pro da hinten noch weiter. Ja. Den fahren wir mal, würde ich sagen. Da ist bestimmt ein Fossil versteckt. So, Wasser, ne? Ja, dann können wir sogar T-Bone bleiben lassen. Boah, haha, krass. Die Leitenabwehr, die ist schon ziemlich gut, muss ich sagen. Gib ihm voll in den Bauchrahmen das Schwert. Und das dürfte den Rest geben, glaube ich. Und sogar kritisch, ey, mit den 15% nur, ne? Ah. Hey, Level up. Sehr schön. Und jetzt fahren wir mal vorsichtig hier rein. Hier ist doch bestimmt ein Fossil. Nicht? Hier ist kein Fossil? So eine Verarsche. Mano. Na gut, dann halt nicht. Gehen wir mal da rein, denn da ist nur eine kleine Sackgasse mit einem Knochen. Oder einem Fossil, das unbekannt ist. Na, viel kann es ja nicht sein. Oh, ein anderes Rumpfossil. Okay, dann ist schon mal nicht... Oh, Hilfe. Framerate. Nein, sie stirbt. Meine Güte. So, ich bin da mal kurz am Cutten. Einen Moment bitte, Leute. So, da bin ich wieder. Schauen wir mal, dass da jetzt nichts am Lecken ist, dann. Da, 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 da. Da, da, da. Komm schon. Ach, das ist so cool, mal mit neuerem Werkzeug da jetzt zu arbeiten. Sehr gut. Das sieht halt wieder aus nach so einem, ja, so einem Fleischfresser, zweibeinig, irgendwie sowas in die Richtung. Gorgo, oh cool. Das war unser erster Bossgegner damals. Wobei, stimmt, nee, die Folge, die ist ja verloren gegangen. Es war jedenfalls dieser große Dino, mit dem sich Häppchen anfangs angelegt hat, in der einen der ersten Folgen.
coole Sache, das. Haben wir auch mal den jetzt endlich bekommen. Prima. Gut, dann hätte ich jetzt mal gesagt, wir fahren da jetzt wieder zurück in die Richtung, weil wir, denke ich mal, jetzt alles haben. Was mir auch schon aufgefallen ist, hier sind eine Menge, also keine Menge, also hier sind ziemlich wenig Dinos momentan. Also Wildlinge meine ich jetzt. So, wir schauen nochmal. Uah, Hilfe. Da geht's noch rein. Moment. Nee. Hä? Da geht's rein. Aha. Und unbekannt. Sehr schön. Den scheinen wir auch noch nicht zu haben. Tada! Hm. Wer könnte das jetzt sein? Oder haben wir noch irgendeinen langhälsigen? Nee, auch was Neues, okay. Argento. So viele neue Dinos, ey, ohne Scheiß. Der Stall wird langsam zu voll. Oh. Der sieht ja cool aus. Cool, cool, cool. Okay. Dann sollten wir eigentlich mal hier alles haben. Und dann können wir jetzt mal hier weiterfahren. Oh, 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 oh. Okay. Wobei, ich würde schon ganz gerne da lang gehen. Oh, der ist da hochgesprungen. Gut, dann... Whatever. Ist hier nichts? Gut, in dem Gang ist gar nichts. Dann drehen wir um. Ich dachte jetzt, dass hier irgendwas Schönes versteckt wäre, aber scheinbar nicht. Däh. Hier ist was. Gorgo, Rumpfossil. Nee, brauchen wir nicht. Obwohl, dann kann es eigentlich ein Kreidekumpel schnell machen, oder? Na, immerhin. So. Gucken wir mal weiter hier in die Richtung. Ich fahre mal da entlang. Da ist jetzt die untere Seite von dem kleinen Vorsprung, wo wir eben waren. Aber hier scheint echt nichts zu sein. Wie öde. Ne, hier würde es schon weiter runtergehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wollte ich gar nicht. Ah. Au. Wobei hier... Ach, da ist eine Sprungschanze. Dann würde man da drauf kommen. Okay. Diesen kleinen Vorsprung. Und dann müssen wir da direkt wieder weiterspringen. Hm. Naja, komm. Obwohl, wir sind schon wieder fast bei 20 Minuten, Leute. Deswegen würde ich mal behaupten. Ich denke mal, da bis zur... Tankstelle dürfte es noch gehen, bevor da... Ja, da hinten sind nämlich Typis. Da ist wahrscheinlich ein Event. Okay, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal, Leute, gehen wir da hin und verhauen die. Und dann bin ich gespannt, wie das wird. Ihr hoffentlich auch. Bis dahin, stay heavy und ciao, ciao.